Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Epic Jump Map. Und heute geht es gleich mal schön los mit Erzählrunde. Beziehungsweise ja, weil ich es schon geschafft habe. Richtig. Und wer so blöd ist, nein. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, das heißt, er hat gehackt höchstwahrscheinlich. Nein. Nein, er hat nicht gehackt, ich habe es überprüft natürlich. Nein, er hat wirklich, also er hat es geschafft. Ich war jetzt nur ganz kurz mal weg und deswegen war der Server offen und deswegen war er noch drauf und hat einfach mal weitergemacht. Was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Und da ich das jetzt hier noch versuche, labere ich gerade auch so einen Scheiß. Wundert euch nicht, aber jetzt würde ich sagen, Max ist dran. Meerwasser enthält etwa 3% Salz. Außer das tote Meer, wie viel enthält das? Das weiß ich nicht, aber es ist mehr. Ich meine, waren es nicht 30 sogar? Ich glaube, das hat, oder? Das ich weiß es nicht. Auf jeden Fall krankhaft viel. Da will ich auch nochmal hin. Fällt mir dabei ein. Okay, weiter. ich suche gerade was. Panda-Bären werden rund 150 Meter groß. 150? Panda-Bär. 150? Okay. 1,50 Meter. Alter. Laber. 150. Ey, dazu. Oh, oh. Oh, schlafen. Guter, ich will Tipp. Schlafen. Ich hab mich schon ins Bett gelegt. Boah, Mann, ey, was ist denn das? So now, we are inside Mario's room. Da könnte man eine Pilzsuppe machen. Ich mache jetzt eine Pilzsuppe, ist mir jetzt egal, ich mache jetzt eine Pilzsuppe. Die dir nichts bringt. Wo ist denn ein Crafting Table? Wie macht man eine Pilzsuppe? Ich hab keine Ahnung, wie man eine Pilzsuppe macht, Mann. Hier gibt's nicht mal... Ich hab zwei Pilzsuppen. Willst du eine Pilzsuppe? Ja, ich hab dir eine Pilzsuppe hingeworfen. Okay. Warte, schön. Dürfen wir weiße Wolle kaputt machen? Ich weiß gar nicht, ob das die Map war. Doch, weiße Wolle dürfen wir kaputt machen und rote auch. Ja. Mhm. Lass mal Mushroom kaputt hauen, oder? Oh, scheiße, ist das assi. Egal, krieg mal hin. Ach Gott. Ey, das hat aber echt gut geklappt. Guck mal, letzte Folge haben wir übelst lang gebraucht für diese Kacke, gar. Ja, na, als ich dir den Tipp gegeben habe. Ja, ich geb's zu. Er hat einen Tipp gegeben. Den Tipp mit dem schönen, einfach Steuerung gedrückt halten. Das war vorhin schon mal mit der Leiter da. Hä, und jetzt? Achso, das ist ein Leiter. Ey, dem Holz sieht man die voll schlecht, egal. Ich bin oben. Hast halt ein scheiß Texture-Pack. Halt's Maul, ach was. From now on, you are not allowed to break red wool. Okay. Wir dürfen jetzt nur noch weiß und grüne benutzen. Da gibt's gleich eine geile Bootfahrt, Mann. Kannst dich schon mal drauf freuen. Ich muss erstmal hier hochkommen. Aber ich pack's gerade nicht. So. Jetzt bist du dran mit dem Vorlesen. Ja, jetzt müssen wir aber nochmal kurz gucken, welchem Ding ich war. Fernsehmoderator und Kinderbuchautor Peter Lustig war in zweiter Ehe war in zweiter Ehe mit Elfie Dunley verheiratet, der Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Haha, ein Maulmann. Fuck. Auch genial irgendwie. Die chinesischen Glückskekse werden eigentlich wo gefertigt? In Deutschland. Nee, warte, wurden. Wo wurden die erfunden, nicht gefertigt? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich in Deutschland. Nee, USA. So wie der Döner. USA. Ja, aber der Döner wurde in Deutschland. In Berlin erfunden. Echt, chillig. Also der Döner in seiner aktuellen Form, wie man ihn heute kennt. Ich mach mich schon mal auf den Weg, ja? Oh yeah, mein Boot war zwar zwischendurch komplett unter Wasser. Jetzt gucken wir noch Max zu, oder? Zieh, sonst bin ich weg. Oh. Nicht zu viel Gas geben, gell, sonst verreckst du auch noch. Hä? Ah, scheiße! Blub. Was machst denn du? Geil. Hä? Gib mal ein bisschen Gas. Und? Tyronimo! Ah, oh, verdammt, du bist auf mir gelandet, ey. War das beabsichtigt? Nee, eigentlich war das nicht. Also, dass du auf mir landest, nicht, aber der Rest, ja. Ach so, weil da geht's irgendwie so komisch rumjumpen, ne? Wo? Da oben.
Ich habe goldene Äpfel und Fackeln. Warte mal ganz kurz. Und in meinem Bonus. Checkpoint. Down there is a bonus area. Only go there if you play on normal and not on peaceful. You are allowed to place. Okay, warte mal, nee. Dann zocken wir erst die Hauptmap durch, gell? Ja. So, mein kaputtes Boot wegwerfen. Und da hinten ist so ein kotzender Regenbogen-Smiley. Ja. Hey, warum ist hier so ein Seerose? Egal, passt schon. Was steht hier Schönes? Oh, geil! I don't really think there's a need of sign to tell. Aha, geil, aber freu mich schon. Tja, zum Glück ist ein Checkpoint. So, oder? Und wo geht's denn? Wie sieht das aus hier? Ach, das ist ja mal eine super Map. Ja, Mai, da freue ich mich doch schon auf die Challenge, ey. Alter, warum laggt das gerade so fucking hardcore? Hier rein. Mann. Alter, wie du hackst doch her, du hackst doch. Beim ersten Mal, ey, beim ersten Mal. Ich hatte halt keine Lust, in die Lava zu springen. Boah. Alter, du hast beim ersten Mal geschafft. Was bringt eigentlich das mit der Score? Beim Sterben. Nix. Es ist einfach nur noch ein bisschen mehr Fun. Warte, jetzt geht's weiter. In traditionellen Kulturen werden Babys weltweit im Schnitt erst mit 3 Jahren abgestillt. Was? Mit 3? Was? Ja, wahrscheinlich irgendwo übelst lang und das zieht's halt voll hoch. Ich weiß gar nicht, wie lang ist in Deutschland? 1-2 oder so, oder? Ja, maximal. Okay. 1886 installierte Giovanni Battista Marzi die weltweit erste automatische Telefonanlage, die 10 Telefone miteinander verband. Und wo? Oh komm, das weißt du, wo? Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? So ähnlich zumindest. In Deutschland? Na, komm, wo waren das? Italien? Ja, aber wo? Italien ist schon mal nicht schlecht. Rom? Nee, Vatikan. Hm. Warte mal, was steht hier Schönes? Smells so good. Oh, jawohl. Jetzt hätte ich gern so ein Cookie aus so Zeug. Grab these apples, you will need them. Wow, Alter. Und Schuhe. Müssen wir dann da hoch oder da lang? To make jumps. Okay. Aber wir dürfen Kuchen hinsetzen. Hä? Na, aber da geht's noch nach rechts. Aber nach hinten dürfen wir erst, wenn wir die ganze Map gemacht haben. Und jetzt müssen wir entweder... Können wir erstmal da hoch oder sollen wir zum Regenbogenhaus? Ich bin für Regenbogenhaus, Mann. Sofort. Was bringen die Bots... Die Boots. Die Boots bringen einfach, dass du nicht so schnell verreckst. Und es sind Kings. Ja, okay. Die sehen bei mir auch gechillt aus. Mann, sieht das geil aus, Mann, nur mit Schuhen. Das sieht vollkommen behindert aus. Alter, bei mir in meinem Texture Pack sehen die Alter Figuren so hässlich aus. Der Sprung, halt. Das frage ich mich auch gerade. Ich war schon drauf, aber irgendwie packe ich es jetzt natürlich auch nicht mehr. Boah, die Boots geben ja übelst weiten Schutz. Und danke, dass ich im Flug zurückdrücke. Ein halbes Hemd. Das sind auch die Kackboots? Nee, das sind die besten. Das sind Goldboots. Echt? Nein. Chainboots. Ups. Alter, soll die Kacke jetzt. Ach, das ist wieder so ein unmachbarer Jump. Ich hab schon geschafft, aber ich springe jetzt erstmal da bei dem anderen Ding hoch, Mann. Hab keinen Bock mehr hier. Okay. Dann mach ich das auch. Ah, toll. Da Jump. Gar nicht hoch. Woppa und woppa und woppa. Ey, da muss man voll überlegen, wo es lang geht. Warte, jetzt hier oder was? Oh Gott. Kack-Ecksprünge. Oh, nein! Dammit. Das hat geknackt. Diese Knacksprünge. Ich muss da auch rot hoch, oder? Und dann hier Ecksprünge. Ecksprung. Zack, zack. Ecksprung. Wie jetzt? Nein, ey, so Sprünge. Soll ich das mal ganz kurz sagen? So Sprünge hasse ich.
So Sprünge hasse ich einfach wie die Pest. Wo bist du? Ja, genau, den Sprung, den hasse ich, Mann. Den kannst du so wegwerfen. Ja, geil. Aber warte, wir dürfen Kuchen setzen, fällt mir dabei gerade ein. Wo können wir denn jetzt einen Kuchen setzen? Irgendwo da, wo es gut passt. Ah, da nicht. Ich glaube, ich habe den Kuchen voll behindert hingesetzt. Kann man auf dem Kuchen, da kann man rumlatschen, ja, oder? Ja, aber bringt irgendwie nicht viel, weil der Kuchen muss auf irgendwas stehen. Soweit ich weiß, zumindest hat es nicht anders geklappt. Toll, Per, super gemacht. Warte, kommt mal jetzt, Alter. Boah. Komm runter. Nein, du hast mich runtergeschoben. Hast mich runtergeschoben? Stehst du noch rum? Nee, okay. Dann machen wir mal die Kuh wieder kaputt. Dann setzt du den nächsten Mann, dann komme ich mir nicht so blöd vor. Wenn du es dann auch verkackst. Der war richtig blöd. Boah. Machen mal kaputt. Ja, und jetzt? Wer du? Alter, das geht doch gar nicht. So einen Ecksprung kann man doch gar nicht schaffen, oder? Kann man den schaffen? Ich weiß es gar nicht. Es ist die Frage, was machen wir? Ich probier den anderen da nochmal. Echt? Vielleicht sind da noch mehr Kuchen. Alter! Alter! Das ist wohl die Final Challenge. Ja, ich glaub's ehrlich gesagt auch. Vor allem, weil dahinter das Ziel da ist, oder keine Ahnung, was das ist, Mann. Wahrscheinlich ist okay, da ein Hebel, eine Tür. Ich würde jetzt so sagen, da ist eine Eisentür und der Hebel ist da bei dem Regenbogenhaus. Nee, das glaube ich nicht. Es geht, du musst übelst um die Ecke, du musst im Flug übelst drehen. Ja, es geht. Du hast es auch schon. Fuck. Ich hab's noch nie geschafft. Ich sag nur, Ich hatte's, verdammte Scheiße. Nein! Fuck, ich hatte hier einen Checkpoint. Ich bin natürlich nicht dran gekommen. Ich habe den Checkpoint schon vor Augen gesehen. Oh Mann, Alter. Danke. Aber nicht genug gedreht, Alter. Ich hasse das, Mann. Ich hasse es, im Flug so die Maus zu drehen. Ist doch voll Scheiße, Mann. Geht. Nee, ich mag das nicht. Obwohl eigentlich, ich sag immer, es geht, aber ich meine, es geht auch, aber irgendwie hat's, weiß ich was, ich laber gerade im Müll. Ein Knack. Oh, leck mich doch am Arsch. Alter, leck, Mann. Jetzt lass mich erstmal hier. Hopp. Ne, so Ecksprünge habe ich langsam raus. Ja, eigentlich auch. Nur den hier, den habe ich. Oh, bitte, bitte. Oh, Halleluja. Ja, hast du den Checkpoint offen gemacht? Ich sehe ihn aber. Hab'n auf, Mann. Ja. Schön, danke. Dankeschön. Bitteschön, den benutze ich. Aber ich hab ihn zuerst. Boah! Alter, nee, Mann, ich will ihn jetzt zuerst benutzen. Ich hab ihn zuerst gesehen, ja, okay, mach. Ich hab sogar den nächsten Sprung schon geschafft, bin aber trotzdem nochmal runtergeflogen. Wie immer, Standard. Bist halt blöd. Ja, laber. Warte mal, von wo kommen wir? Von da. Nee. Doch. Was bitte? Oh fuck! Ey, Alter! Die Sprünge werden irgendwie immer härter, habe ich das Gefühl. Na, da gibt's hier noch einen Checkpoint nochmal hinter oben. Wo, Mann? Ich will da endlich hin. Ey, jetzt auf der anderen Seite ist da jetzt ein Checkpoint, Mann. Mach mal die Uhr aus, bitte. Ja. Nein! Wo bin ich jetzt? Wieder hier, was ist denn das? Nein! Ey, weißt du, wo wir gespawnt werden dann? Oder gab's da nicht noch einen Checkpoint? Ich bin jetzt wieder bei dem Lava-Scheiß. Fuck! Gab's da überhaupt einen Checkpoint, Mann? Hä? Da gab's keinen Checkpoint. Nee. Ist ja mal geil. Das überlebt man nämlich. Wahrscheinlich in dem Regenbogenhaus. Von da oben. Ah ja, stimmt, im Regenbogenhaus ist wahrscheinlich einer.
Dann machen wir jetzt erstmal das Regenbogenhaus. Ey, ohne Witz, man weiß, wo ich war. Warte, da ist aber kein Checkpoint mehr. Wo ist da noch einer? Na, in dem gehen wir zu mal, versuchen wir diesen Regenbogen. Okay, das Haus da. Ey, Alter, ich hätte noch einmal um die Ecke gemusst. Aber es hat geklingelt. Fällt mir gerade ein. Es geht, guck, ich stehe drauf. Haha, mit einmal W, weißt du, ich hab so gespackt auf der W-Taste, dass er das nur einmal angenommen hat. Leck mich, weißt du was, Mann? Manchmal kriegt man's Gott selbst. Vor allem, wenn du es geschafft hast und dann den nächsten Sprung verkackst. Jetzt back doch halt in dem Moment, Mann. Ey, das sind nur noch so Sprünge, gell? Oh Mann. Das sind nur noch so Sprünge, Mann. Das sind 10.000 von den Sprüngen, Mann. Egal. Ich würde sagen, den Checkpoint erreichen wir nächstes Mal. Versuchen wir es zumindest. Aber es geht, du musst dich ein bisschen konzentrieren, dann passt das. Wie immer, danke Zuschauen. Wir labern natürlich wieder zu viel. Wir labern schon wieder so viel. Nee, aber jetzt hat. Danke Zuschauen. Kommentiert und bewertet und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und ich denke mal, nächstes Mal auf jeden Fall den Checkpoint dahin. Schaffen wir es hoffentlich. Den Regenbogen-Kack kriegen wir auch noch hin. Und dann dürften wir mal sehen, wie weit es noch geht. Boah, ich ersauf gerade hier drunter. Egal, ich pack's jetzt mal. Danke und bis dann. Ciao. Ciao.